Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es geht heute um meine Work in Progress. Works in Progresses? Nein, Works in Progress. Ich weiß, dass ich sie immer falsch mache. Ich weiß eigentlich, wie es richtig heißt, aber keine Ahnung, warum das dann nicht über meine Zunge rollen möchte. Es geht um meine WIPs. Und zwar bin ich bei ziemlich vielen auf Sleeve Island. Uhu, ja. Und deswegen dachte ich, das wäre doch ein cooles Thema für einen Vlog. Wie lange dieser Vlog geht, werden wir sehen, wie viel ich hier zusammenbekomme mit euch zusammen. Ich werde den nicht einfach nur irgendwie jetzt von Montag bis Sonntag laufen lassen. Heute ist nämlich auch Donnerstagabend. Also. Er wird wahrscheinlich so oder so all over the place sein. Und mein Kater spielt gerade mit unserem Maulwurf-Spielzeug, das Geräusche macht. Ja, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich denke, ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Projekte, bei denen es Ärmel braucht oder beziehungsweise bald. Ja, es sind nämlich einige. Ich gehe nach Brio. Hier drin ist ein Test-Häkelprojekt. Das habe ich jetzt. Ah, da ist sogar noch ein anderes Projekt drin. Aber okay, das ist erstmal nicht so wichtig. Da bin ich auch nicht auf Sleeve Island. Es geht jetzt um dieses Teil hier. Nein, Peter! Wieso willst du immer Garn fressen? Das schmeckt doch gar nicht. Ich verstehe nicht, was daran so toll ist. Okay. Alles in Ordnung, er hat es nicht gefressen. Hier, das ist das Ivory Lace Top von Nitty Bay, das ich gehäkelt habe, beziehungsweise da bin ich immer noch dran, das zu häkeln. Das ist eine Testanleitung in wirklich sehr vielen coolen bunten Farben. Häkle ich das, wie ihr sehen könnt. Und da habe ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen. Beziehungsweise bin ich da jetzt eigentlich schon fertig mit dem Körper? Man kann das anpassen, wie man möchte. Es wäre jetzt so Bauchnabelhöhe und da ist halt für mich ist es oversized. Wenn ich da jetzt coole lange Ärmel dran mache, dann ist es so ein bisschen halt einfach auch ein oversized Teil. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir aber noch überlegen. Eventuell kommt da noch was dran am an den Körper. Wenn nicht, dann kommen da dann bald die Ärmel dran. Aber ja, das ist ein Test. Ich habe da eigentlich auch noch wirklich sehr viel Zeit. Hab das aber im Bus über Nacht von Deutschland nach Polen und dann wieder zurück. Jeweils 13 Stunden waren das. Manchmal sogar ein bisschen mehr, je nachdem, welche Fahrt wir jetzt ansprechen, weil die waren beide hui. Aber vor allem die Rückfahrt. Wir sprechen am besten nicht drüber. Wie dem auch sei. Da habe ich mich ziemlich drauf hyperfixiert auf diesen Fahrten und dann auch, als wir das Wochenende dort eben waren. Und ja, ich habe schon ziemlich viel geschafft. Trotz allem hat es Prio, weil es eben ein Test ist. Also, da kommen dann Ärmel dran. Ich benutze hier von Hobby das Friends Cotton 88, aber auch das ganz normale Rainbow Cotton auch 88, also dass halt die Garnstärke gleich ist. Aber ja, viele verschiedene Farben, die ich noch hier bei mir im Stash gefunden habe, die ich ganz cool zusammenfand. Dann haben wir meinen Kopenhagen Cardigan, heißt der so? Ich glaube schon. Jedes Mal bin ich mir unsicher. Den ich zusammen mit meinen Handmade Heroes stricke. Die Anleitung ist von Petit Knit. Ich stricke mit Double Sunday und einem Beilaufgarn. Und hier ist der Körper fertig, aber ich habe immer noch nicht italienisch abgemascht. Das war, glaube ich, der Stand auch vom letzten Vlog, den ich auch immer noch nicht bearbeitet habe. Ich bin gerade sehr im Chaos, wie man vielleicht merkt, aber manchmal kann chaotische Energie vielleicht auch ganz unterhaltsam sein. Also, you're welcome. Vielleicht, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da italienisch noch abmaschen und dann kommen hier die Ärmel dran. Ja, dass es da eben dann auch weitergeht.
Dann haben wir natürlich auch noch diesen Babypullover, an dem ich bisher auch noch nicht weiter gestrickt habe, weil ich dachte, diese Videoidee wäre vielleicht ganz cool. Und ja, da sollen noch zwei unterschiedlich farbene Ärmel dran. Vielleicht kann man damit ganz gut anfangen, weil es ja nicht so lange dauert. Okay, ich wollte nach Priorität gehen, habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht, weil der Dude Cardigan für meinen Bruder hätte dann eigentlich auch Prio. Und ja, ich weiß, ich habe hier immer noch nicht weiter gestrickt, beziehungsweise ihn immer noch nicht fertig gemacht. Mein Bruder hatte jetzt mittlerweile schon Geburtstag, jetzt im April. Ich sehe ihn bald. Ich glaube dann nächstes Wochenende, also wirklich sehr, sehr bald. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ich hier die Ärmel machen könnte, sodass ich diesen Cardigan fertig machen kann. Denn das ist das, was fehlt, plus das Buttonband mit einem Reißverschluss, den ich eigentlich auch noch kaufen muss. Aber gut. Ärmel wären halt schon mal gut, dass ich dann wenigstens was auch habe, das ich ihm zeigen kann, wenn es nicht ganz fertig wird. Das war ja eigentlich schon ein Weihnachtsgeschenk. Er hat auch schon ein anderes Geburtstagsgeschenk. Ist es auch in Ordnung? Dann hat er aber wenigstens ein bisschen den Fortschritt. Er sieht, dass ich dran arbeite und kann auch mal was anprobieren. Das wäre natürlich auch cool, oder? Ja. So. Und dann bin ich mit meinem Monday-Sweater fast fertig, was das Bündchen angeht. Seht ihr das? Dass das ein Bündchen ist? Ich weiß es nicht. Es ist halt schwarz. Ja, da bin ich jetzt dran, das bald abzumaschen, sodass ich dann da halt diese Horrorärmelgeschichte anfangen kann. Das ist die Anleitung von Petite Knit, der Monday Sweater. Das hier, Baby Sweater, ist auch von Petite Knit. Das ist das Holger Baby Set. Sehr süß. Ist für Freunde von uns, die ein Baby erwarten. Und der The Dude Sweater bzw. The Dude Cardigan ist eine Gratisanleitung, die ich auf Ravelry, ich hasse es, das auszusprechen, Ravelry gefunden habe. Ja, basierend auf dem Big Lebowski Film, denn da wird so eine ähnliche Jacke getragen. Eigentlich strickt man hier Rippenbündchen den ganzen Cardigan über. Ich habe es einfach geändert, weil ich es einfacher fand in, ja, einfach nur glatt rechts. Und das stricke ich in Winter Glow Solid von Hobby. Ja, habe ich euch jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie noch ein Projekt vergessen, weil es doch wirklich einige Ärmel waren, die ich stricken sollte. Das Projekt hier ist vielleicht bald auch ein Sleeve Island Kandidat. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist der Audrey Sweater und das ist jetzt dann das zweite Teil. Ich bin hier fast auch fertig und das halt mit dickem Garn, dicken Nadeln gestrickt wird. Ich muss hier gerade auch mal die Reihe noch beenden. Könnte es sein, dass ich da vielleicht bald auch die Ärmel stricke? Ja, und das ist, wie ihr sehen könnt, vielleicht auch in Paneelen gestrickt, also nicht in der Runde. Das mag ich persönlich am wenigsten, aber manche Konstruktionen sind dann halt so gemacht. Und das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wenn ich da dann bei diesen Projekten an die Ärmel gehe, würde ich das so machen, dass ich die endlich mal versuchen möchte, parallel zu stricken. Denn das ist was, das ich öfter Leute auf YouTube sagen höre, dass sie das machen können, dass es möglich ist allgemein. Und es macht ja eigentlich auch Sinn. Man nimmt halt eine Rundstricknadel, strickt dann flach und hat aber zwei Knäuel dann drauf. Ich hoffe, es wird vielleicht klarer, wenn ich es dann wirklich mal mache. Also sowohl den Audrey Sweater, wenn ich dann da an der Stelle bin, als auch hier diesen The Dude Sweater mit dem Farbmuster, damit die Ärmel auch wirklich gleich sind, macht das vielleicht so oder so Sinn, werde ich parallel, also gleichzeitig die Ärmel auf einer
Nadel stricken. Und ja, ich wollte eigentlich hiermit anfangen, aber ich glaube, ich sollte tatsächlich heute noch anschlagen die The Dude-Ärmel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber gut, ich zeige euch das Update zu diesen Projekten. Vielleicht bekommen wir ja ein paar Whips fertig. Vor allem ein paar von den Langzeit-Whips. Das wäre natürlich richtig cool. Und ja, los geht's. Unterbrechung, denn das wollte ich unbedingt auch noch in einem Vlog aufmachen, zusammen mit Arma. Hallo. Ja, und vielleicht kommen die Kätzchen nachher auch noch, weil da ist anscheinend was drin für die Kätzchen. Das ist ein Überraschungspaket von Franziska. Sie wollte mir unbedingt, ich konnte sie wirklich nicht ausschlagen, beziehungsweise uns, was ja als kleine Überraschung, als kleines Dankeschön. Ich weiß nicht genau warum, für was. Sie meinte für die Videos und die tollen Sachen im Shop und so. Sie hat halt zweimal bei mir bestellt und schaut gerne meine Videos. Und ja, dafür wollte sie ganz gerne Danke sagen. Das Ding ist allerdings, dass sie ja mit der Bestellung und dadurch, dass zugeschaut wird, ja schon Danke sagt. Also es wäre wirklich nicht nötig gewesen, aber vielen, 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 vielen Dank. Danke. Und ja, jetzt schauen wir mal rein, was da so drin ist. Bist du gespannt? Natürlich. Ein Froggy. Frosch. Das kann ich sehen. Boah. Zwei Froggies. Wie süß. Süß, ja. Eins hat eine Schleife und eins nicht. Willst du die Schleife? Ah, das ist eine Halskette. Ein Kerl, Froschkerl. Ein Froschkerl und ein Froschweibchen. Wow! Mäh, mäh. Wie cool die sind! Danke, Franziska! Super süß mit den Füßchen. Yay! Dann, oh, haben wir das hier. Das sind Maschenmarkierer. Wow, mega viele. Was ist das? Stitchmarkers. Wow. Maschenmarkierer. Und da sind Nummern drauf. 2,25, 2,5, 8 und so weiter. Ich glaube, das geht bis 10. Und ist dann wahrscheinlich dafür da, dass man vielleicht. Also, ich glaube, man könnte dann Zentimeter mitmachen oder man könnte Nadelstärken und so damit markieren. Richtig, richtig cool. Vielen Dank. Maschenmarkierer kann ich immer gut gebrauchen. Und Wow.
für die Katzen. Katzenspielzeug. Boah. Und das hier. Oh, Franziska, ganz, ganz lieben Dank. Das wäre echt nicht notwendig gewesen. Dankeschön. Das ist so süß. Danke. Ja. Holly. Mal schauen, ob es funktioniert. Oh, ah. Holly kommt. Beide die Kätzchen sind hier. Ah, beide Kätzchen. Ja. Holly ist immer ganz verrückt. Oh. Mach deinen Trick. Ein Trick. Ja, kein Trick heute. Sie ist zu schüchtern. Und Peter. Und Peter ist da unten. Ja, die sind ganz verfressen. Vor allem Holly. Wenn sie das hört von Tüten, das Rascheln, ist sie direkt da. So süß. Ja. Yep. Okay, ja. Sie liebt diese. Whiskas Temptation. Das sind gut, Holly. Gut, schmeckt gut. Peter! Du musst das throw it. Schmeißen. Ja. Oder werfen. Die Würfel sind gefallen. Er will gerade nicht so. Froschattack! Froschattack! Okay. Also ja, danke für das Paket. Ich hoffe, man merkt, dass wir uns freuen. Vielen Dankeschön. Du magst Frösche. Ja. Frösche, Katze, Taube. Alles. Ja. Ja. Jetzt spielt er mit der Maus. Ja. Und gerade eben haben wir was gesehen auf Instagram, das wir versucht haben. Also, anstatt die Finger beide in die gleiche Richtung, eins in nach hinten und eins nach vorne. Es geht einfach nicht. Can you do it? Nein. Nicht es geht, möglich. Es geht nicht. Ah, Hilfe. Mein Gehirn brennt. Oh, ich habe das gemacht für eine... Und ich? Nein. Nein. Für eine Sekunde? Ja, das ist das. Ja. Nein, you went links. Boah, ist so hart. Vielleicht können es die Frösche, ja. Die sind echt cool geworden. Okay, zurück zum Strickthema. Das habe ich bisher. Und dieser Katzenbrunnen. Katzenbrunnen, ja, es braucht mehr Wasser. Ja, er geht mir auf die Nerven. Können wir Spezi in die Brunnen? Spezi ist nicht gut für Katzen. Wie sagt man? Machen. Nein, nein. Pour. Füllen. Ah. Kittis. Bisschen Spezi für ihn. Für ihn? What? Bisschen Spezi für euch. Na, Spezi? Ach, komplett geignoriert. Ja. Okay, aber jetzt wirklich zurück zum Strick-Content. Ich habe das hier bisher gemacht, ein paar Reihen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bei einem
glaube ich, eine Reihe weniger habe. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Also bei einem der zwei Ärmel. Ja, vielleicht sollte ich da mal irgendwie schauen, wie ich das wieder hinbekomme. Dass ich vielleicht das Garn jetzt trotzdem mal trennen muss. Excuse me. Wir müssen Crash Landing on you schauen. Ja, schauen wir gleich. Bum, bum, stum, bum, stum, bum, stum, wir sind gerade... Bisschen Beatbox. Was ist los mit dir? Bisschen kostenloser Soundtrack für deine Video. Ja, es tut mir leid. So. Hey. So. Willst du die Nadel im Gesicht haben? Nein, im Gehirn, bitte. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen gestrickt habe und hier 1, 2, 3. Ich muss jetzt hier weiter stricken, also wäre das dann die vierte, aber mir fehlt dann hier eins. Und wie ihr sehen könnt, habe ich da auch einen Fehler gemacht mit dem Garn. Also ich glaube, ich muss hier einfach nochmal abtrennen und dann noch einmal zurückstricken. Wobei ich dann auch nicht mehr ganz auf der gleichen... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Es hat wohl nicht so ganz gut geklappt. Naja, aber ich könnte ja jetzt mit meinen neuen Stitchmarkern, Maschenmarkierern, markieren, was dann das letzte der beiden ist und wo ich dann quasi immer wenden muss, weil das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht. Naja, ich stricke jetzt mal hier weiter, mitten in diesem Chaos hier gerade um uns rum. Kurwa Bobber. Wir schauen unsere K-Pop K-Drama-Serie weiter. Crash Landing on You. Vielleicht nachher auch noch ein bisschen was von Physical 100. Da sind wir nämlich auch richtig dabei. Mal schauen. Und dann wir hören BTS. Und es wird noch ein bisschen Gitarre gespielt. Yeah. Halleluja. Es ist einige Tage später und ich glaube, ich habe mir irgendwie eine komische Perspektive ausgesucht. Da sieht es ja im Hintergrund doch ein bisschen arg unordentlich aus. So, es ist vielleicht ein kleines bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so geredet habe. Egal, es ist heute Samstag, der 4. Mai, kurz vor 4 nachmittags. Ja, und ich habe mich schon lange nicht mehr in diesem Vlog gemeldet. Ich hatte einige andere Dinge zu tun und auch noch andere Videos abzudrehen und hochzuladen und so. Aber es ist jetzt endlich Zeit. Ich habe nämlich ein bisschen was, das ich euch zeigen kann, update-technisch. Zum einen bin ich am Geschenk meines Bruders für meinen Bruder weitergekommen. Und die Fäden... treiben mich in den Wahnsinn. Aber ich bin fast fertig, wenn man das so nennen kann. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Aber ich denke, das ist doch schon einiges, oder? Ich hoffe es. Also beide Ärmel sehen natürlich so aus. Ich stricke sie ja parallel. Tada! Ja, und ich bin jetzt hier gerade im schwierigsten Teil. Das ist nämlich hier diese zweite Colorwork-Muster-Sache. Dieses hier geht easy.
Aber hier muss man dann halt doch oft viel mitzählen und sich konzentrieren und schauen und so. Aber ja, ich bin da fast bei der Hälfte. Von daher, es geht voran. Das mit den Zunahmen klappt auch einigermaßen, weil ich mir mit Maschenmarkierern, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Markiere, wie viel ich schon gemacht habe. Also benutze diese hier, die ich ja geschenkt bekommen habe. Die benutze ich so als Markierung dafür, dass ich ab da dann anfangen muss, mehr Maschen zu zählen. Weil zuerst war es in jeder fünften Reihe, dann in jeder vierten Reihe und jetzt ist es in jeder sechsten Reihe. Zunahme. Das kann ich alles so sagen, weil es ja eine Gratisanleitung ist. Und ja, wenn dieses Repeat fertig ist, dann kommen, glaube ich, nur noch diese Teile, weiß und braun, weil ich glaube nicht, dass am Ärmel nochmal das hier kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So oder so ist es gut, weil ja, dieses Garn verheddert sich sehr, sehr schnell. Es ist nicht so einfach, Colorwork damit zu stricken. Das war, glaube ich, nicht so eine gute Wahl. Aber ich habe es ja fast. Die Blende wird dann nur noch in diesem beige-weiß gestrickt. Von daher. Bisschen die Zähne zusammen beißen, heißt es, oder? Und dann ist es okay. Ja, zweites Prio-Projekt war ja das hier. Tada! Da ist, denke ich, auch einiges passiert. Ich denke, man kann es sehen, oder? ich bin eventuell fertig mit dem Körperteil. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht noch ein, zwei Reihen dran machen werde. Ich glaube, ich habe euch das letzte Mal gezeigt, als auch noch zwei, drei Reihen, ein, zwei Reihen dazu kamen. Die habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Und als ich es jetzt anprobiert hatte, mochte ich es. Es ist ein bisschen cropped. Aber da das ja bei mir oversized ist, finde ich das eigentlich auch ganz cool. Mal schauen. Und ich habe die Ärmel angefangen, wie man erkennen kann, denke ich. Die habe ich so ein bisschen parallel auch mehr oder weniger gemacht. Denn von diesem Garn hier, das ist dieses Printgarn. Ich benutze ja sowohl einfarbiges 8-8 Rainbow Cotton von Hobby als auch dieses Print. Das ist dann hier drin. Ja, da wollte ich einfach, dass das noch reicht, auch für die Ärmel. Da habe ich dann jetzt nämlich schon zweimal an dem leeren Ärmel mit dem gehäkelt und ah ne, dreimal an dem längeren, das hier ist der längere. Und zweimal an dem kürzeren. Also gucke ich dann halt, dass das irgendwie hinhaut. Vielleicht habe ich am Ende noch ein bisschen übrig, um damit halt dann noch eine Reihe am Körper abschließend irgendwie zu machen. Aber das schaue ich dann einfach mal. Und ich mag es wirklich sehr. Es ist halt kunterbunt und ich liebe es. Ja, und dann, weil ich habe jetzt wieder die Sims 4 für mich entdeckt. Bin jemand, der nicht so viel Computerspiele spielt oder generell Videogames spielt. Wenn ich es dann mal mache und wenn ich meine Nische für mich gefunden habe, dann bin ich halt aber jemand, der das extrem konsumiert. Ich mag es ganz gern, Leuten zuzuschauen, also meinem Freund und früher meinem Bruder, weil ich da nebenher halt noch andere Sachen machen kann. Und deswegen schaue ich ab und an auch ganz gerne Let's Plays oder Playthroughs oder halt generell YouTuber, die das machen. Und ja, Sims war schon immer, seit Sims 1 war das schon immer so mein Ding. Und immer wenn ich es gespielt habe, da war ich auch richtig süchtig danach. Und ich glaube, das bin ich jetzt auch wieder. Also heute Abend werde ich tatsächlich ein bisschen weiterspielen. Da es allerdings auf dem PC von meinem Freund von Arma ist, ja, und ich ja noch ganz viele andere Sachen habe, möchte ich das nicht rund um die Uhr machen. Und kann ich auch nicht. Also vielleicht ganz gut, dass es jetzt bei ihm auf dem PC ist. Ich hatte nämlich zuerst schon überlegt, ob ich es nicht bei mir auf dem Laptop machen soll.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ein Projekt da noch geschnappt, um nebenher beim Sims-Spielen noch ein bisschen stricken zu können. Und dachte, das ist doch perfekt, dann das hier zu nehmen. Da habe ich jetzt dann nämlich mit dem Ärmel angefangen für dieses kleine, ja, süße Pulloverchen. Da nehme ich jetzt diese Farbe. Es sieht immer grau aus in der Kamera, aber ich weiß nicht, vielleicht erkennt ihr, dass es halt eigentlich eher so ein minzfarbener Ton ist. Ja, und da habe ich jetzt halt das erste Ärmelchen mit angefangen. Ich habe, glaube ich, jetzt drei Abnahmerunden gemacht und ja, mache da halt jetzt noch so ein bisschen dran weiter. Und das werde ich dann wahrscheinlich später auch beim Sims-Spielen ein bisschen weiter dran stricken, wobei ich jetzt aber auch nicht ganz weiß, wie viel ich tatsächlich zum Stricken komme. Also das ist schon sehr fordernd, Sims 4 mittlerweile. Also es gibt ja extrem viele Erweiterungen, extrem viele Zusatzpacks. Ich habe tatsächlich auch einige Erweiterungen und Zusatzpacks und dadurch, dass sie ja auch Bedürfnisse und Gefühle und was weiß ich nicht alles haben, die Sims jetzt mittlerweile in die Sims 4. Ist es schon, man ist da schon ständig rund um die Uhr beschäftigt. Aber so manchmal, wenn sie dann arbeiten sind oder gerade alle schlafen oder so, kann man ein kleines bisschen auch noch währenddessen stricken. Stricken geht jetzt übrigens auch in die Sims 4, also ja, es ist einfach nur irgendwie spaßig und cool. Mal schauen, wie viel das jetzt überhand gewinnen wird. In meinem Alltag als Hobby, als weiteres neben all den anderen. Ja, falls euch sowas irgendwie interessiert, kann ich mal schauen, ob ich da nicht auch irgendwie so ein kleines Play with me oder so Playthrough. Na, das kann man nicht machen bei den Sims, aber irgendwie ein Sims-Video. Ob ich sowas nicht machen kann. Genau, jetzt seid ihr aber auf dem neuesten Stand, was die Sleeve Island-Geschichten angeht. Und ich melde mich, wenn ich ein weiteres Update habe. Hallo, wieder ein paar Tage später. Aber große Updates. Ja, ich habe alle drei Projekte jetzt, was die Ärmel angeht, beendet. Zwei davon sind auch komplett fertig. Der Cardigan muss natürlich noch zusammen konstruiert werden und die Reißverschlussleiste und so gemacht werden. Aber ich bin sehr froh, dass vor allem zwei Work in Progresses, das war schon wieder falsch, Works in Progress, komplett fertig sind. Vor allem eben auch mein Test-Häkel-Projekt. Da ist es. Tada! So sieht es aus. Ich werde da in der nächsten Zeit dann auch noch Fotos und Videos, wie ich das trage und ein bisschen besser gestylt und so, aufnehmen. Also wahrscheinlich habe ich das dann schon gemacht in dem Moment, wo ich dieses Video zusammenschneide und alles. Also kann ich es euch, denke ich, jetzt auch einblenden, entweder ein Foto oder Video oder beides. Je nachdem. Aber dann seht ihr das jetzt auch komplett und ja, bin ich sehr froh, denn ich sollte jetzt dann auch auf jeden Fall mein Teststrickprojekt noch anfangen, weshalb ich wahrscheinlich erstmal auch mit meinem ganzen Sleeve Island Zeugs erstmal so ein bisschen pausieren müsste. Da können wir gleich drüber sprechen. Ich sehe nämlich, dass mein Akku blinkt, also müsste ich vielleicht gleich auf meine auf meine Handykamera switchen. Aber außerdem ist auch dieses süße Teil hier fertig. Also ich habe jetzt halt noch nichts geblockt oder so. Deswegen ist es hier noch so ein bisschen, es fällt ein bisschen komisch, aber das kriegen wir dann auf jeden Fall hin, wenn das geblockt ist. Super süß. Ich habe jetzt, das ist eigentlich Minzgrün und hier ist Grau. Vielleicht seht ihr so ein bisschen den Unterschied, wenn man sie zusammenhält. Aber ich fand es ganz cool, dass sie recht gleich sind, aber doch irgendwo auch unterschiedlich. Genau, das ist fertig.
Was richtig, richtig cool ist, weil das Baby ist jetzt mittlerweile schon auf der Welt. Das ist ja für, ich glaube, 6 bis 12 Monate alte Kinder. Von daher alles in Ordnung. Aber ich habe vor, noch ein bisschen mehr so als größeres Überraschungsgeschenkpaket zu erstellen. Deswegen ist gut, dass jetzt schon mal ein Teil fertig ist. Und dann haben wir die Ärmel für den Cardigan für meinen Bruder jetzt auch fertig. Ja, und das ist halt das, wo ich das ganze Projekt noch nicht komplett fertig gemacht habe. Die müsste ich dann noch auf jeden Fall erstmal alle dampfen, die Teile, damit das hier auch schöner fällt. Und dann natürlich alles miteinander verbinden und so. Vielleicht habe ich es auch schon fertig, wenn ich dieses Video bearbeite. Dann kann ich euch das gerne auch mal noch einblenden. Wenn nicht, dann nicht. Und ihr bekommt es dann in einem Strick-Podcast-Video komplett fertig gezeigt demnächst. Aber ja, ich bin sehr froh, dass das fertig ist, weil jetzt das Colorwork-Zeugs, es war doch irgendwie alles ein bisschen schwierig mit nicht in der Runde stricken und dann sich konzentrieren, wann die Abnahmen kommen. Und ja, es war einfach alles ein bisschen schwierig und ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist und dass ich jetzt halt nur noch die Reißverschlussblende machen muss. Und ja, jetzt werde ich, denke ich, auf mein Handy kurz switchen, weil ich habe vergessen, den Akku aufzuladen. So passt das hoffentlich. Vielleicht sogar ein bisschen be eine bessere Qualität. Habe ich so viel Geld für diese Kamera ausgegeben? Egal, ich finde halt den weiten Winkel immer ganz cool für so Vlog-Videos. Ja, drei Sleeve Island-Projekte, also was halt die Ärmel angeht, sind fertig. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Und ja, ich denke, ich werde mich dann jetzt in einem nächsten Video erstmal noch anderen Projekten widmen. Aber wir werden auf jeden Fall mit Sleeve Island weitermachen, wenn euch das denn alles gefallen hat. Entweder dann im übernächsten Vlog oder in einem irgendwann dann darauf folgenden. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das gefallen hat. So ein bisschen einen themenspezifischeren Vlog, wo ich dann halt hauptsächlich auch wirklich nur ums Handarbeiten oder fast nur geht's ums Handarbeiten. Ich hatte euch ja dann doch am Anfang noch so ein bisschen ein Unpacking und sowas gezeigt. Aber war ja trotzdem irgendwo Handarbeits-related. Ja, wie dem auch sei, wenn euch sowas ein bisschen mehr interessiert, lasst mich das gerne wissen. Ansonsten, ja, machen wir mal ein bisschen was davon und ein bisschen was von dem allgemeineren Vlog und pipapo. Genau. Aber ich denke, es macht Sinn, jetzt diesen Vlog hier erstmal zu beenden, weil wir jetzt drei größere Sachen erstmal fertig haben. Und dann geht's bald weiter mit dem nächsten. Ich hoffe, ihr freut euch und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!